willkommen zurück zu einer neuen Folge von TechWorld 2. Ja, wir haben uns ja vorgenommen, in dieser Folge die Tür zu bauen. Und da muss ich auch noch ein paar Kleinigkeiten eben zu herstellen. Was wir denn noch brauchen? Aluminium nicht? Nee, Eisen. Ja, Eisen ist gut. So, und ein bisschen, ja, ein bisschen, ne? Will mal vom Holz abbeißen, ne? So. Holz, wir brauchen mal eben eine Kiste. So, okay. Kiste, gut. Denn wir brauchen einen Hopper. So, und natürlich pimmelt er das Handy. Warum auch immer. So. Ja, okay. Das Handy hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Das ist nicht weiter schlimm. Wir machen sofort weiter. So, wir brauchen einen Dropper. Okay. So, das ist schon mal der Anfang. Dropper, Hopper. Okay. Und ja, wir brauchen noch einen Comparator aus 3 Stone und 3 Fackeln und einen Netherquarz, den wir hier oben drin haben. Okay, da pimmelt es schon wieder. So, irgendwas wollte ich mir mitnehmen. So. 3 Stone. Und ein Quarz. So war das. Genau. So, das wollte ich mir als Basis mitnehmen, wo ich drauf baue. So, jetzt muss ich mir noch überlegen, woraus wir denn die Tür dann machen werden. Da muss ich sagen, da habe ich gerade noch keine Meinung zu. Aus Diamantblöcken, ne? So, was sagt die Uhr? Was sagt der Tag? Wir können es wohl noch wagen anzufangen. Okay, machen wir das. Muss ich überlegen. So, ja. So, Wo kommt die überhaupt genau hin? Na, ich denke mal, hier hin ist so oder so klar. Springen wir mal rein. Und da ist es schon wieder, der Geräusch. Nicht gut. Und die Schaufel ist weg. Auch nicht gut, aber es war auch nur eine Steinschaufel. Aber es wird so oder so dunkel, das heißt, ich verziehe mich mal lieber. Da war noch der Erdpenis, aus dem letzten Mal standen. Das ist ja gar keiner. Ach, Mann. So, und hier ist auch schon wieder ordentlich gewachsen. Da müssten wir eigentlich auch mal demnächst alles abfarmen. Das Bett steht da oben, glaube ich. Aber wir brauchen eine Schaufel. Stickies haben wir noch. Des Weiteren ist mir eingefallen, ich sollte noch... Okay, das war's schon wieder. Alter. Nein. Mir ist nur gerade was aufgefallen. Was ich gerade ziemlich lustig finde. Ich habe hier noch mit auf dem das Schreibtisch, das MacBook stehen. Und es steht hier, ist aus und steht vor einer Lichtquelle. Und ich kann das Apple-Logo von der Rückseite sehen. Das strahlt durch das Display durch. Okay. Sehr seltsam, das Ganze. Was wollte ich denn jetzt machen? Schlafen gehen? Wäre möglich. Schlafen gehen ist eine gute Option. Da könnten wir mal drüber nachdenken. Und ich sollte mir vielleicht auch mal überlegen, warum ich so leise bin. Wobei ich das gerade nicht mal verstehe, weil der... Laut Verstärkung und allem drum und dran, es sieht alles ganz gut aus. So, ist jetzt mein Pegel etwas besser. Ja, wirklich toll ist er nicht. Obwohl ich schon fast auf dem Mikro rumkaue, da muss ich nachher mal nachgucken. Okay, ich verstehe. Ich habe Mist gebaut. Und bin auch jetzt lauter geworden.
Denn bei Order City war das verstellt. So, okay. Ja, gut. Oder nicht. Oder auch nicht, genau. Dann gehen wir jetzt wieder raus und machen hier weiter. Okay. Diese Folge ist konzeptionell ein wenig seltsam geraten. Schlafen. Okay. Dohora ausgeschlafen. Also, diese Folge ist konzeptionell ein wenig seltsam geraten, weil ich gerade noch nicht weiß, wo ich hin will. Mit dieser Folge. So. Ist das richtig? Ah, ich glaube schon, ich glaube schon. So, ich bin gerade ein wenig, verwirrt, kann man es nicht sagen. Ein wenig irritiert, würde ich eher sagen, weil ich benutze gerade einen neuen Kopfhörer und der klingt so scheiße und dumpf, dass ich auf jeden Fall für die nächste Folge... Nee, das ist... Nicht euer Ernst. Vor allem, wo kam der jetzt her? Ach, egal. Dass die einen immer so zielsicher finden, ist sowieso... Ich glaube, wir cheaten. Also fangen wir nochmal an. Sonst haben wir natürlich zu wenig Pistons. Die haben wir wahrscheinlich so oder so. Ich bin mir gerade unsicher wegen der Höhe der ganzen Sache hier. Brauche ich hier? Wahrscheinlich baue ich das Ganze jetzt... einzeln niedrig, ne? Ja, Moment. Hier sind zwei, drei, drei, doch. Doch, doch, ist richtig. Okay, das jetzt nicht so sehr. Mach nur weiter so. Ist schon richtig. Genau, Rotten Flasher hinsetzen. So, dann hier einen Pisten und hier einen Pisten. Gut, und Türmaterial, was auch immer... Nehmen wir für den Anfang Cobblestone. Ich mache die Tür schon mal eben vor. Komm. Tür hier hin. Denn das wird unsere Tür. So, jetzt bauen wir erstmal hier unten weiter. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin wollte. Ich wollte mir Material holen, wo ich hier den Schaltkreis drauf baue. Ist natürlich toll, dass ich das jetzt nicht gemacht habe. So, hier ein Redstone hin und hier eine Torch dran. Und ich muss mich hier auch noch durchbuddeln. Wir müssen ja einmal komplett um das Ding rumlaufen können. Es wird zumindest empfehlenswert. So, das war der erste Schritt. Jetzt bin ich verwirrt. Nein, bin ich nicht. So, jetzt brauchen wir nochmal einen Limestone, der hier oben drauf kommt. Mit einer Torch nach hier. So. Also wieder hier mit dem Block. Okay. Okay. Ja. Dann kommt hier noch ein Block hin. Wunderbärchen. Ich brauche jetzt... Ich habe ja wieder was vergessen. Dann brauche ich noch einen Teil. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so schnell herstellen kann, wegen Raycraft, was hier drauf ist, wie ich glaube. Ich brauche nämlich eine Detector Rail. Okay, das geht. Standard Rail, toll. Nee. Tut mir leid, ich muss jetzt cheaten. Kann ich hier cheaten? Nee, kann ich nicht. Aber doch, kann ich wohl. Open to learn mit Cheats. Cheater, Cheater.
Egal. Nein, ich wollte jetzt nicht den ganzen Raycraft-Apparat bauen, nur um eine Detector-Rail zu machen. Das fände ich jetzt doch ein wenig übertrieben. Das muss, glaube ich, nicht sein. Das muss nicht sein. Okay. Haben wir schon eingegeben. So, jetzt holen wir uns eine Detector-Rail eben. Ich hoffe, das bleibt das einzige Mal, dass wir das tun müssen. Aber ich möchte jetzt nicht wirklich hier noch eine Stunde an der Tür hängen, weil wir erstmal den ganzen Kram bauen müssen, um uns per Raycraft hier, ne? Dingen, also uns die Detector machen zu müssen. Weil das wäre wirklich. Vom Zeitaufwand, das wäre eine ewige Aufgabe. So, jetzt brauchen wir den Dropper. Den setzen wir hier rein und dann tun wir da was rein. Einfach mal das Rotten Flash, weil es mir gerade auf den Nerven geht. Und ein Hopper auf den Dropper. Das reimt sich sogar fast. So, Hopper, Dropper, Item. Hab mir da so eine kleine Eselsbrücke gemacht. So, und hier kommt nochmal ein Block hin. Mit dem Comparator nach dort. Wunderbar. Dann, wo geht's weiter? Ja, wir können einfach mal gucken. Dazu bräuchten wir einen Hebel. Ich glaube, mal gucken, was wir bis jetzt geschafft haben. Haben wir hier Holz drin? Ja. Ja. So, den können wir jetzt hier dran machen. Dann müsste jetzt genau das passieren. Das passiert zwar noch nicht, dass die zurückgezogen werden. Darum kümmern wir uns jetzt als nächstes. Stone, nein, ich möchte da wieder einen Cobblestone hinsetzen. So, dann geht es weiter mit dem nächsten Teil der Anlage, indem wir nämlich hier weitermachen. Auch ich habe auch eine neue Maus, mit der ich gerade nicht klarkomme. Auf 4 gesetzt. Wieder einen Limestone hier hin. Da ein Bist drauf. Ich glaube, wir haben zu wenig Bistons. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber es könnte sein. Das wäre zumindest möglich, würde ich sagen. So, ja, doch, doch, doch. Und dann müssen wir jetzt von dort aus gesehen. Hier kommt ein Redstone hin. Nein, hier kommt nochmal ein Repeater hin. Genau. Hätte ich fast verkehrt gemacht. So. So, welche Stellung hat der denn? Ich weiß nicht. Eins. Hoffentlich ist es richtig, sonst wird das der lustig. So, und hier kommen, gehen wir wieder hoch. Ich weiß gerade nicht, ob das richtig ist. Oder doch, 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 doch. Ist richtig. Kommt so. Kommt so. So. Gut. Und jetzt müsste die ganze Sache sich schon mal wieder zurückziehen. Sofern ich keinen dummen Fehler gemacht habe. So, geht rein. Und geht nicht wieder raus. Ja. Was haben wir nur falsch gemacht hier? Moment, habe ich auf der Rückseite was? Ja, ich habe auf der Rückseite was vergessen. Oh oh. Da fehlt nämlich noch ein Repeater hinten. Ein Repeater. So, auf. Hier kommt nämlich noch ein Repeater hin. Jetzt müsste es aber funktionieren. Es kann sein, dass ich momentan ein bisschen komisch rede, aber ich muss mich hier doch ein wenig konzentrieren auf den Scheiß hier. Ja, jetzt geht er. Das ist jetzt, ja, doch schon eine sehr lustige Aufgabe. So, ich glaube, unsere Pistons reichen doch. Jetzt muss ich mir erstmal.
eben so ein Ding bauen, so dass ich da eben die Pistons gegensetzen kann. Das machen wir mal auf beiden Seiten und oben muss auch noch einer hin. So. Ach ja, nur um das einmal zu erwähnen, diese Tür ist natürlich nicht meine Idee. Ich könnte sowas eventuell auch entwickeln, aber ich habe echt nie den Nerv, sowas zu tun. Deswegen überlasse ich das doch lieber anderen. Wenn es um einfache Redstone-Anlagen geht und um andere Sachen, das entwickle ich dann schon mal selber, aber wenn es sehr kompliziert wird, wie so eine Anlage, da würde mir die Entwicklung zu lange dauern, weil da sitzt man ja wirklich teilweise Stunden dran, sich sowas auszudenken. So. Genauso wie beim Schlaf, da sitzt man heute auch mal Stunden dran. Dumme Sache. So, ein... Nein. Ja. Vielleicht. So, und noch ein Pisten. Dahin. Nein, dahin. Danke. So, jetzt müssen wir den Rotz natürlich anschließen. Das ist jetzt ganz leicht. Wenn mir wieder einfällt, wie es geht. Aber ich glaube, es ging so. Und so. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine kleine Arbeitshilfe. Und ich muss hier die Einfassung machen für die Tür. Na, einmal davor. So, komme ich da dran? Ja, natürlich, da komme ich dran. Immer. So, der muss nochmal eben weg und dahin. Weil wenn wir was hier falsch setzen und es die Tür blockiert, dann ist so oder so schon wieder Feierabend mit der ganzen Geschichte. So, und dann noch hier und hier und hier. So, und dann gehen wir immer noch hier und nach hier. Das müsste soweit richtig sein. Naja, die äußeren. Den äußeren hier kann ich mir auch sparen. So. Wollen wir mal gucken, ob das scheiße ist oder ob das geht. Weil dann war es das auch schon wieder mit dem Part, den wir einfach nur passend. Juhu! Sie lebt! Die Tür. So. Sehr schön. Da haben wir ja unsere Tür schon mal gemacht. Die wir im nächsten Part natürlich passend verkleiden, einbauen und anschließen müssen. Also, dass wir sie mit einem Flipflop verbinden, so dass wir sie von außen und innen mit einem Knopf... Okay. Also, dass wir sie von außen oder innen jeweils mit einem Knopf bedienen können. So, wir brauchen noch ein paar von diesen Stufen, die wir dahin machen können. Machen wir das Ganze noch einen breiter. So, hier muss ja auch noch verkleidet werden, aber das verkleide ich hier mit Panels, ganz dünn, damit das hier nicht zu dick wird. Das muss offen bleiben, genau. Na dann machen wir den Part zu und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Part, wo ich dann hoffentlich wieder etwas lockerer bin und dann bin ich ein wenig verkrampft. Also dann, bis zum nächsten Mal.